Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Foundation. Ja, es ist ja jetzt vorbei mit Schlacht um Mittelerde 2, The Age of the Ring Mod Let's Play, dadurch, dass die Story vorbei ist. Und jetzt kommt diese Woche auch noch eine neue Alternative. Deswegen ist Foundation jetzt eins vorgerückt, weil es älter ist mittlerweile sogar. Und wir lassen jetzt einfach mal hier die Zeit direkt starten, weil ich ja absolut keinen Plan habe, wo letztes Mal die Probleme waren. Schaut so aus, als ob wir Brotprobleme haben. Wie viel haben wir gerade mal einen, oder? Conde Sein. Hat kein Mehl mehr. Wie schaut es hier mit der Mehlproduktion aus? Heiß. Bier haben wir auch. Ich glaube, wir brauchen noch einfach viel mehr Weizenfelder. So schaut's aus. Weil wir müssen ja genügend Weizen produzieren können, ne? Es wird wieder um eine Audienz gebeten. 20 Uhr. Oh, ich hab nicht so viel Fisch. Lasst mich doch. Wie viel schau ich eigentlich? Ich hab 42, wollt's mich verarschen. Was haben sie wieder dran beschlossen anzuschließen? Aber ich kann euch auch sagen, ich glaube Foundation wird nicht mehr so lange gehen. Einfach weil sich langsam anfängt zu ziehen. Und weil ich doch einige andere Sachen. Bitte mal alle Leibeigene verdammt. So. Ich schau doch mal, Alter, das Geld, das geht aber hier. Nein, du. Hat er denn schon was verkauft die Woche? Ich weiß gar nicht, was ich mit dieser blöden Taverne anfangen soll. Ich hätte die Besucherzahl ist gleich null. Und uns schon wieder das Brot ausgegangen. Heilige Witzka, ja, das ist jetzt echt scheiße. Ein wachsendes Dorf. Ich hab mal, wahrscheinlich, weil wir über 100 Dorfbewohner mittlerweile haben, oder? Was fehlt denn hier noch? Werkzeug. Ach, der macht Werkzeug hier. Der produziert auch schon. Lass es die Produktion starten. Da sind auch schon ein paar Köhler dran, du. Die machen ordentlich Kohle. Wohnhaus fertig geschickt. Wo haben sie jetzt wieder ein Wohnhaus hin geblockt? Das ist eine gute Frage. Ich habe nicht keinen Plan, wo dieses Wohnhaus gebaut wurde. Ah, hier. Okay. Das ist ja ganz easy. Ganz, ganz easy. Und dadurch, dass wir die Werkzeuge jetzt auch mittlerweile selbst bauen, müssen wir auch keine mehr zukaufen. Was natürlich noch genialer ist. Bedeutet, wir können rein theoretisch... Warte mal, wo ist der Handel? Handel ist hier. Ja, das ist der falsche Handel. Scheiße. Jetzt hier von den Handelswaren. Wo sind die Werkzeuge da? Schalte mir aus, kein Handel. Und wir sagen, wir wollen aber, wir brauchen mindestens immer eine bestimmte Anzahl jetzt als an Brot und Fisch. Wir sagen jetzt einfach, wir kaufen Brot. Wir verkaufen vor allem noch aktuell Brot. Stehen wir mal runter. Zack, 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 zack. Kaufen bis 20 Stück. Dasselbe machen wir mit Fisch. Kaufe bis. Damit immer dann eine Grundversorgung wenigstens da ist. Weißt du, wenn wir kein Fleisch mehr haben und so Zeug. Weil Kleidung haben wir jetzt aber tonnenweise hier. Wir müssen jetzt dann hier irgendwo noch ein paar weitere Felder hinsetzen. Das wird eher das Problem. Weil Schwerter haben wir auch bald. Bedeutet, wir können bald mal auch Militärmissionen machen. Das wird natürlich sehr, sehr spannend. Werkzeuge werden auch produziert. Wie viel haben wir denn aktuell auf Lager? Ich weiß gar nicht mehr, wo wir die gelagert haben. 17 Eisen, 80. Oh, da haben wir auch viele Eisen. Der Waffenschmied ist auch fertig, du. Der kann jetzt Waffen produzieren. Der schaut noch alles gut aus. Kirche fehlt. Ach du lecker. Oh, eine neue Kirche.
Eigentlich wäre genau das Teil schlau, das kostet ja so viel pro Monat. Das ist ja brutal einfach. Wie viel kostet das? Baukosten sind allein in Vorabkosten sind das. Wartungskosten sind 500. Das können wir uns mal so absolut gar nicht leisten. Ja genau, das wird das. Was wäre denn, wenn wir sagen, wir machen eine normale Kirche draus? Eine stinknormale Kirche. 270 Wartungskosten. Ich reduziere es nochmal. Schlecht Wetter ist vorüber, dann kostet es 128. Wenn man eine ganz simple Kirche noch irgendwo hinsetzen. Von zwei vorbeilaufenden haben sich zwei entschlossen, hier zu bleiben. Und wir brauchen eine große Kirche. Jungs, die sind cool. Dann setzen wir doch hier noch eine Kirche hin. Eine neue Kirche hin. Wir haben eh den Auftrag. Dann machen wir das auch schnell. Bauen wir uns eine Kirche. Erweiterungen sind das und das ist das Hauptgebäude. Das ist eine gute Frage, wo setzen wir das überhaupt hin? Weil da ist jetzt die Kirche, da können wir natürlich noch eine Kirche hinsetzen, aber da will ja keiner wohnen. Setzen wir die hier hin. Kleiner Turm? Nee, ich hätte schon einen großen Glockenturm gerne. Hey Gott, sag grad, die lass mich doch diesen blöden Turm hochheben. Und dann braucht das Teil natürlich nur noch einen Eingang. Und eine 120 Kosten. Hey, man sitzt. Oh. Was soll das denn? Ich drück nichts und es passiert was. Ach, Kacke. Nach oben. Und hier noch eine Tür hin, so. Ja, wir machen es rot, so. Und setzen das Ganze einfach hier hin, so. Dann haben wir hier noch einen super Umkreis, würde ich sagen. Dann machen wir hier zu, hier so außen rum, dann wird das wieder Außengebietchen. Dann sollen hier sich die Dorfbewohner weiterbauen. Bau beginnen. Ich hoffe, dass es sich steuergeldmäßig ausgeht. Dim, dim, dim. Dim, 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 dim. Wie viele Schwerterchen haben wir denn mittlerweile schon? Fünf. Wie viele Arbeitslose haben wir? Holy shit, haben wir viele Arbeitslose. Schicken wir noch mal ein paar ins Militär, oder? Was haben wir es denn? 2, 3, 4, 5. 5 Soldaten. Da kann auch noch mal ein Bergmann rein, damit wir mehr Eisen haben. Die Schmiede ist auch voll jetzt. Okay. Schauen wir mal, wie gut das jetzt wird. Ich bin gespannt. Bin gespannt. Kann ich denen zum Beispiel schon was zuweisen? Ja, lass mir die erstmal ein bisschen trainieren.
Einfach ein bisschen trainieren lasse, dann wird es schon. Da bauen wir jetzt die Kirche hin. Das wird jetzt ein schweineteures Erlebnis, das sage ich euch jetzt schon. Das wird schweineteuer. Wie schaut es mit dem Fisch aus? Nichts mehr da. Oh, ist unangenehm. Käse nicht tonnenweise. Das ist ja ekelhaft. Warum haben wir so viel Käse und Milch übrig? Das ist uncool. Ja, die Kirche, die wird gerade gebaut und das Essen ist ja problematisch, würde ich mal nennen. Also, da sollte jetzt sich eh bald was bald ändern, weil die ja jetzt eh das ganze Zeug hier einlagern. Dann geht es eh in die Produktion. Wir tun die alle mal zu Leibeigenen befördern, so. Und dann lassen wir hier direkt nochmal. Wo ist denn das? Ah, Weizenfarm bauen wir hier hin. Dann bauen wir nicht das, machen wir das ja auch nochmal voll mit Weizen. Da bittet schon wieder jemand um eine Audienz. Ich möchte 5 Brot. Nein. Aber eindeutig nicht. Das mache ich jetzt nicht, weil das wird unangenehm sonst. Aber das Dorf ist echt gut gewachsen bis jetzt schon. Bin erstaunt. Der Kirchturm geht auch voran. Und die Steinblöcke scheinen jetzt gar nicht mal so ein großes Problem darzustellen. Wie schaut es denn hier? Irgendwo müssen doch 13 Werkzeuge gerade auf Lager. Yeah. Ist natürlich jetzt nicht so schön, aber hey. Die werden ja auch immerhin diesmal selbstständig produziert. Wie viel Eisen haben wir denn hier? Oh, ein bisschen was. Jetzt hat er wieder Eisen. Ja, jetzt baut er wieder. Jetzt ist er wieder zuständig für das Ganze, ne? So, wie viel Dorftrödelchen haben wir denn mittlerweile noch? 4 haben wir noch. Oh. Noch ganze 4. Wenn ich gerade schaue, was wir sonst noch machen können, um Nahrung vielleicht hochzuhalten. Einzige Idee ist hier versuchen, hierhin die Fische zu verlegen, damit sie nur noch ganz kurz fahren müssen. Am schlossen wäre ja eh hier. Dass Fische ein wichtiges Grundnahrungsmittel ist, ist ekelhaft. Alter, das wird immer mehr. Die Kirche wächst. Und je nachdem können sie ja nach einer Zeit umbauen. Dann müssen wir sie umdesignen. Bin eher gefragt, wie das dann am Ende ausschaut, ne? Und ich überlege gerade, was wir noch alles schönes zubauen können. Aber für den Markt gab es ja noch ein Gebäude, glaube ich, ne? Gebäudeteile. Bearbeiten. Es gab doch noch die Luxusgüter. Luxusessen. Setzen wir das mal hier hin. Mit einem Blau. Ne, Blau, da haben wir schon. Grün, das haben wir noch nicht. So. Für Luxusgüter machen wir auch noch ein Schild hin. Dann würde ich sagen, Bau beginnt schnell. Also, er kriegt eine höhere Priorität, weil wir auch wissen, was ich da verkaufen kann. Das wäre schon mal sehr interessant. Der Turm steht schon bald. Ja, der Rest schon auch gut aus. Steine haben wir alle, Steinblöcke haben wir auch alle, Bretter kriegen wir bestimmt bald zusammen. Werkzeuge ist halt die Frage, ob wir genug davon haben. Wie viel haben wir denn davon? 14, oder? Ja, da fehlen noch 3, aber das kriegen wir locker zusammen. Aber da arbeitet schon zum 2 Profis an dem Gebäude hier. Da wird der Handelsplatz diese Folge noch fertig. Ne?
Aber wenigstens einen Fortschritt diese Folge gemacht. Ah, da bauen sie schon die nächste denn. Schauen. Das muss ja auch voll die Luxusgegend eigentlich sein. Voll die Luxusgegend und so. Wir tun jetzt dann hier außen rum den Zaun so verlegen, nach da. An der Mine vorbei. Das wird unsere nächste große Aufgabe, dieser Zaun hier außen rum. Der soll sich dann hier irgendwo abschließen anfangen. Oder mindestens mal bis nach hier, so an den Bären vorbei noch gehend. Und dann schauen wir, dass wir da irgendwie bauen. 95%, warum? Ja, wegen der Kirche vor allem. Und wegen Wohnungen? Komm, mach hinne. Ich mag wissen, was ich da machen kann. Ah, schau. Kräuter, Honig, Schmuck. Sachen, die ich nicht habe. Also komplett unnötig, der Scheiß. Ah, jetzt geht wieder Geld hier rein. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.